Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Mauli, ich finde ja wirklich, dass diese Sendung etwas krankt, wenn du nicht im Raum bist. Also irgendwie fühlt sich das alles hier auch nicht mehr. Es ist nicht das Gleiche, oder? Es ist einfach nicht das Gleiche. Aber es fühlt sich falsch an, das zwischen so Beiträge mit richtiger Musik zu quetschen, weil es hat keinen Sendungscharakter. Ich finde, es hat eher einen Telefonatscharakter. Ja, aber vielleicht finden wir diesen Flavor jetzt, indem ich den Brief vorlese, meine Antwort auf deinen letzten Brief, weil es ist ja auch auf Entfernung geschrieben und deshalb auch jetzt auf Entfernung vorgetragen. Mein lieber Mauli, selbstverständlich muss es in unserem Tal des Friedens Internet geben, weil diese Um- und Neuverteilung der Arbeit und des Reichtums eigentlich nur mit der ganz großen Wissensmaschine namens Internet richtig gut funktionieren kann. Ansonsten endet das Ganze wie in der guten alten DDR, Gott hab sie selig, in der ein paar senile Knacker darüber abgestimmt haben, ob das Volk nun Jeans tragen darf oder nicht. Bis diese Entscheidung dann gefallen war und das passende Jeansmodell gefunden wurde, das die Ü70-Riege für angemessen hielt, stand das Volk dann schon auf der Straße und plädierte für Maueröffnung und Arbeitslosigkeit. Haben sie dann auch bekommen. Samt 300 Euro Jeansmodellen, die sie sich zwar nicht kaufen konnten und immer noch nicht kaufen können von ihrem Hartz IV, aber immerhin haben sie die Möglichkeit und somit die Freiheit, das zu tun. Und du weißt ja, die Freiheit ist ein hohes Gut, das man verteidigen muss, auch wenn die Freiheit immer nur so weit reicht wie der eigene Geldbeutel. Nein, Internet ist wichtig, genauso wie es wichtig ist, dass wir nicht in diese nostalgische Ackerbauvision abdriften, die du angedeutet hast, wo jeder sein Müsli selbst anbaut und seine 5 Kilo Kartoffeln. Das macht nämlich auch keinen Sinn, weil es ja darum geht, dass die Leute das machen können, was ihnen wirklich Spaß macht, zum Beispiel langweilige Rapmusik. Wenn jetzt jeder seine eigenen 5 Kilo Kartoffeln anbauen würde, dann würde jeder das Gleiche machen und dann hätten wir ja nichts gewonnen. Dann wären wir ja wieder in diesem stumpfsinnigen Arbeitstrott gefangen, aus dem wir uns doch befreien wollen, in diesem Tal des Friedens. Nein, Arbeitsteilung ist voll cool und muss ausgebaut werden. Allerdings geht es ja darum, dass man das ganze Ding mal vom Kopf auf die Füße stellt. Zuerst ermittelt man den Bedarf, was die Leute wirklich brauchen, macht Amazon und Zalando übrigens schon die ganze Zeit. Dann überlegt man sich, wie man das ganze Zeug auf die günstigste, vernünftigste und umweltschonendste Art und Weise herstellen kann und so, dass die anfallende Arbeit so schnell wie möglich erledigt ist. Je mehr Leute mithelfen, umso schneller geht's und dann hat man den Rest des Tages Zeit oder den Rest der Woche, Radiosendungen zu produzieren, Musik zu machen oder sich zu überlegen, wie man die anfallende Arbeit noch schneller und effizienter erledigen kann. In einigen Bereichen könnte man das Ganze auch wieder umdrehen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, in der wieder mehr Leute auf eine ökologische Art und Weise zusammenarbeiten könnten. Ganz einfach, weil es nicht darum geht, den letzten Cent aus dem angebauten Getreide und den zusammengepferchten Hühnern, Rindern und Schweinen herauszupressen, sondern auf die gesündeste Art und Weise Lebensmittel herzustellen, die man nicht mit dem verkaufsfördernden Zusatz gesund versehen müsste. Ganz einfach deshalb, weil sie von vornherein gesund sind, was Lebensmittel im Übrigen sowieso sein sollten, ansonsten sind sie ja keine Lebensmittel, sondern Scheiße. Ach Mauli, es konnte so schön sein dort an diesem Ort, den du gerade in deinem kleinen Auto auf deiner ausgedehnten Europatournee suchst. Und natürlich hast du recht, ja, es bräuchte tatsächlich ein paar Galileo-Folgen, um den Leuten das Projekt nahezubringen. Aber auch da bin ich guter Hoffnung. Wie du weißt, habe ich diverse Kontakte in die verrücktesten Sportarten, die in der Spätzeit des Kapitalismus so aufploppen. Unter anderem ist mir ein Fitnesstrend bekannt, der auch noch ein ausgeklügeltes Ernährungssystem im Angebot hat, das behauptet, eine Art Steinzeit-Diät zu sein, weil es davon ausgeht, dass der Mensch zwar zum Mond fliegen kann, im Grunde seines Herzens aber immer noch ein Affe ist, der gerne Fleisch isst. Innerhalb dieses Systems werden dann auch regelmäßig Selbstversuche unternommen, in denen die Teilnehmer sogenannte Herausforderungen oder Challenges annehmen müssen. Eine dieser Challenges besteht darin, täglich 30 Minuten in der Urzeithocke zuzubringen, um wieder zu lernen, wie ein Urmensch in der tiefen Kniebeuge zu sitzen. Wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwelche Bürohengste in Hemd und Krawatte heimlich 30 Minuten hinter ihrem Schreibtisch hocken, um diese Challenge durchzuziehen, dann bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass man solche Menschen auch von unserem Tal des Friedens überzeugen könnte. So schwer kann das ja nicht sein. Und wenn nicht mit Rap,
dann eben mit der Pumpgun. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Standortsuche. In euphorischer Vorfreude, dein Steiger. Ah, Steigi, da tun sich ja ganz, ganz neue Perspektiven auf. Ich muss nochmal gehörig überdenken und dir gebührend antworten nächste Woche.